Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Paper Mario. Wir sind in den komischen Baumstamm und treffen hoffentlich vielleicht Don Raphael. Was er mit uns vorhat, das werden wir wahrscheinlich gleich dann auch erfahren. Hey, hoch. Gut, Bogenstock. Hoch, hoch, hoch. Ei, ei. Der ist echt in einen verdammt hohen Baum. Das muss man ihn lassen. Schauen wir mal hier rein. Ach, und wieder geht's nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht runterfallen. Definitiv nicht. Ach man, blödes Telefon gerade. Kurze Pause. Schon weg. So. Uiuiui. Bist du Don Raphael? Oh, willkommen. Verzeiht, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hierher hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich. Ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendwie Probleme gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon, raus damit. Aha, du bist also Mario. Ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan verdringen kannst. Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich. Ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Rockray! Ah, cool, die kommen dabei. Kra, kra, kra. Ausgezeichnet, meine Aproxas, es gibt Arbeit. Ich werde euch nur einmal instruieren, also erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Und? Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Aproxas, folgt mir. Wow. Ich glaube, das sollten wir so nicht wagen. Oder? Cool, das geht. Ach cool, das weiche Landung ist gesorgt, das ist super. Wow. Hau, Rock. Hey, der ist cool. Und weiter geht's. Hi. Das ist mal nice. Also, der hat's drauf, von Raphael. Der hat's wirklich drauf. Er und seine Aproxas. Gut. Was gibt's? Verstanden? Gut. Sind alle bereit? Und nun, Aproxas, an die Arbeit! Ist da jetzt einer abgestürzt? Ach nee, da geht schon hoch. Das wird nicht lange dauern. Was machen die überhaupt da oben? Was zum Henker? Kra, 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 ah! Hey, cool! Das konnten die? Ich bin begeistert. Fertig, kra! Aha, alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Wow, herausragend, wirklich. Es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Was ein Glück, nicht, Mario? Ich werde keine Sekunde länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir. Vorwärts! Ja, klar, dass dir als erstes geht. Na dann, Ladies first, sagt man immer. Dieser Koopa, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in einen Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihn lassen. Kühn und völlig durchgeknallt, aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Was hast du erhalten? Ultrastein.
Ausgezeichnet, hebt einen deiner Freunde in den Ultra-Rang. Das ist ein Ultrastein, ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultra-Rang erheben. Die Erstarkung deines Freundes ist der Schlüssel zum Erfolg, vertrau mir. Dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setz ihn weiter ein, ich muss nun gehen. Over and out. Okay, er hat ausgesagt, aber ich scheißegal. Over and out, das klingt besser. Gut, dann gehen wir mal hoch. So. Und wenn wir da hochgehen, kommen wir weiter. Wow! So, kurze Auffrischung. Yeah, wir sind wieder im Gespräch. Dann gehen wir mal in den Vulkan rein. Okay. Identifiziert als Mario. Alarm! Sofortiger Report. Alarm! Alarm! Was für ein Netzwerk! Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich. Also was soll's? Wir müssen weiter vordringen, um uns mit den Entdeckungen unbekannter Schätze rühmen zu können. Ha, das hat er nun davon. Was ist mit dem Felsen los? Er ist in die Lava versunken. Ja, danke, dass du uns immer die bösen Überraschungen ersparst. Wir müssen uns nur schnell genug bewegen und schon ist... Ja, alles gegessen. Aber wo gehen wir hier weiter? Sieht nicht so aus, als wäre hier... Oh doch, da ist was. So. Gut, der Fels transportiert uns dann rüber. Dann können wir da drauf springen. Nein, nein, nein. Au, diese Feuerbälle sind bestimmt nicht gut. Ah, ich benutze am besten den Hammer. Und... Yeah. Bombette. Was machen wir? Versuchen wir es mal. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Eieiei, kann... Eieiei, die machen gleich mal 4 Schaden. Oh, wow, wow. Trotzdem, mit dem Hammer werden wir schon irgendwie packen. Gut, jetzt bist du doch mal weg hier. Eieiei. Oh, Mann. So. Kleine Bombe gefährlich. Und... Hier, 6 Schaden. Jetzt bist du weg, mein Freund. Hasta la vista. 4 Sternpunkte. Und wir sind wieder weiter. So. Gut, da ist das gleiche Spiel wieder. Und wir sind auf der anderen Seite angelangt. Wow. So, schauen wir mal. Winken kurz weiter. Oh, der Seilbahn. Oh, ich wollte schon fast in den Abgrund springen. Hey. Cool, ein Powerblock. Nehmen wir mal Kubi. So, dann haben wir den runtergeholt. Aber eigentlich brauchen wir den nicht. Ich meine, wir haben doch volles Inventar. Oder eigentlich schon. Wir haben ja eins benutzt. So. Und. Da können wir einen unserer Freunde aufstufen. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Mitstreiter soll aufgestuft werden? Wir nehmen Cooper, weil ich mag Cooper. Er erlernt Feuerpanzer, den Gegner brennt bald der Kittel. Megabombe, Valkyrie, was mit Sushi, erlernt einen Tsunami. Also eigentlich wäre Sushi die erste Wahl. Ich meine, Wasserschaden. Wir sind im Vulkan. Ach. Vielleicht kriegen wir noch ein Ultra-Zeug. Gut, machen wir mal Sushi.
Einfach weil es im Moment Sinn macht. Sushi wurde in Ultrarang aufgestuft. Und? Ja, da sind wir auch wieder zurückgekommen. Sushi hat es ein paar Mal erwischt, aber er hat keine Anzeichen gezeigt. So, Cooper brauchen wir nochmal. Dann nehmen wir es doch jetzt mit, weil eigentlich haben wir doch... Wir haben ja vorhin Superpilz genommen. Nein, ich will, dass man ihn schmeißt. Bam! So, haben wir einen Powerblock. So. Jetzt, okay, ich verschwinde schon. Ich verschwinde schon. Ihr müsst euch nicht so aufregen. Ah, so kommt man hoch. Und so kommt man auch wieder runter. Gut, dann dringen wir mal tiefer rein in den Verein. Was für ein scheiß Spruch, ey. Gut, speichern wir noch schnell. So, kann man jetzt aber? Nee. Das ist so eine Scheiße. Kriegen wir vielleicht mal bald einen neuen Hammer oder so mal. Könnte man gut gebrauchen. Yay. So, mal schauen, was machen wir hier unten? Au, nein, falsche Wahl. Nein. Au, au, au. So, gut. Sprung auf keinen Fall. Cooper, Powerpanzer. Und... Babam. Das war jetzt nicht gerade die gute Idee. Hm, nehmen wir mal einen Hammer. Hoffentlich hilft der Hammer wenigstens. Nein. Selbst der Hammer ist nur marginal etwas. Oh Gott, das wird wieder schlimm. Eieiei. Und hoffentlich. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ne, das kann ich ja mal versuchen. Und... Gut. Das ist doch mal gut. Ja, das ist gut. So gut, dann kann ich wenigstens jetzt in Ruhe mit dem Hammer bearbeiten. Hm. Panzerstoß. Ich meine, gute Anna hat schon nicht geklappt, aber... Wir nehmen einen anderen. So, wieder Hammer. Der muss doch jetzt mal bald tot sein. Hier, geht doch. Nein, das wollte ich nicht. Strategiemitglied wechseln. Hm, Sushi. Nehmen wir Sushi. So, Schlag plus 1. Und da-da-dam. So, Wasserblock. Spucker. Probieren wir mal einen Spucker. Oh. Na, das klappt doch wenigstens hier. Gut, Hammer Time, Good Time, and we believe it vielleicht. So, hier, jetzt bist du aber du auch weg. So, eine Bauchlandung, oh Mann. Tun wir mal Mitglied auswechseln. Zu Buu. Weil ich will jetzt keinen Angriff machen, die Bauchlandung geht bestimmt daneben. Oh Mann. Hammer. So, hier hast du was bekommen. Nee, das wird auch nix. Ich brauche unbedingt wieder Blütenpunkte. Na, wenigstens konnte ich es leicht abwehren. Gut, Hammer hier, komm her. Gut, fertig. Ende der Geschichte. Yay! Sollte mal besser mit meinen Blütenpunkten hier umgehen. Oh Mann. Ah ja. Jetzt habe ich wenigstens 2 Blütenpunkte hier extra bekommen. Nett, nett. Ja. Ja, können wir wieder abspeichern. Und wir können hier runterfallen. Au, Mann, war das mies. Ah, und unvorsichtig von mir. So. Und hier, wir müssen den hier vorne schnellstens wegbekommen. Und... Bam. Schlechter Mundgeruch kommt wieder an Angriff.
So, gut. Ich rette mich mit Erfrischung wieder auf halbem Wege. Kriege ich immerhin auch BP? Blütenpunkte? Mal schauen, was so kommt. So. Yeah. So, Bauchlandung hier drauf. Bam. Bist du doch jetzt weg, oder? Eieiei, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und da sind meine Leben wieder dahin. Macht nichts, nochmal Erfrischung. Währenddessen tanke ich schön Blütenpunkte auf. Das war der Hauptgrund, wieso ich es machen wollte. Muss ich keine Items verwenden oder so, ist positiv für mich. So, Spucke auf den hier. Und... Haha, erwischt, erwischt. Ah, auch ich habe hier was eingestellt. Und wir haben sogar ein Plus, wow. So, ein Hammer benutzen wir hier auch mal wieder. Wir haben ja so lange nicht mehr benutzt. Interessant, soll ich mal Tsunami benutzen? Nee, ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Yeah, 5 Schaden. Au. Kleiner Angeber, jetzt kriegst du was auf den Kopf. So. Na, immerhin, mein Lebenszoll. So, und die ordentliche Bauchlandung noch. Und der Kampf ist gewonnen. Adios, amigos. Yeah. So. Gut, schauen wir mal hier unten weiter. Große Höhle. Ich nehme auf jeden Fall einen Superpilz erstmal wieder. Gut, dass man die im Unmengen kaufen kann. Hm. Oder, nein, ich beende hier einen Part und ja, wir sehen uns nächstes Mal.